Vers 20, aus alledem hilft ihm der Herr. Es wird nicht einmal alles aufgezählt, es ist eh alles. Wir beschäftigen uns mit dem Thema, dass Gott Lösungen hat, bevor wir überhaupt Probleme haben. Er hat für alles eine Lösung, weil jemand hat uns das Thema gestellt. Seid so gut, wenn euch etwas unter den Nägeln brennt, meldet es doch uns. Ich habe jetzt schon die ganze Liste abgearbeitet von vielen Themen, die euch interessiert. Jetzt brauche ich wieder ein bisschen Food. Mit einer kurzen Refrain steigen wir jetzt ein in das Thema. Gott hat immer eine Lösung. Es ist aus der Zeit der Jesus People. Im 74 bin ich in Amerika und da hat es so Söng gegeben, Lieder, die einfach wie Evergreens immer gesungen sind in den Gottesdiensten. Hier ist eben, wie gesagt, ein Refrain. I've got confidence. Und dann heisst es nachher, no matter what the case may be, I know who's gonna fix it for me. Was immer der Fall wird sein, was immer eintritt, Gott hat immer eine Lösung. I've got confidence. God is gonna see me through. No matter what the case may be, I know He's gonna fix it for me. I've got confidence. God is gonna see me through. No matter what the case may be, I know He's gonna fix it for me. I know He's gonna fix it for me. Fix ist das Zauberwort in Amerika. Es gibt kein Panda auf Deutsch, wo man so viel mit einem so kleinen Wörtchen kann sagen. Fix a car, fix a house, fix a situation, fix anything. Irgendetwas, alles zusammen kann man schnell flicken, wird dort auch natürlich gemacht. Ein bisschen salopp ausgedrückt, sagt ja die eine von den Nonnen in Sister Act. Meine Mutter hat immer schon gesagt, was man braucht im Leben, das ist Gott vertrauen und Klebpapier. Dann nimmt sie so Klebrollen vor und dann können sie sofort alles flicken, was man Hurti muss flicken. Natürlich haben die Amerikaner auch gewisse Grenzen erlebt, wo man dann nicht mehr Hurti alles können flicken, wie zum Beispiel 9-11 oder jetzt die ganze Finanzmisere. No matter what the case may be, I know he's gonna fix it for me. Das haben wir erlebt. In dem evangelistischen Zentrum der Jesus People in St. Louis, und im 74 Jahren gearbeitet. Die Druckerei ist ausgestiegen am Abend. Am anderen Tag haben wir ein paar tausend Zoa Free Paper. Das sind so Zeitungen mit Zeugnis drin, mit lesenswerten christlichen Geschichten und so weiter, verteilt auf der Straße, zusammen mit dem Lukas-Evangelium. Die Druckerei hat also, die Druckmaschine hat ihre Arbeit versagt. Später am Abend ist noch ein Experte eingeflogen worden, hat auch nichts können machen. Dann hat man so gegen Mitternacht gesagt, jetzt tun wir einfach für die Maschine beten. Wir müssen mit Öl salben, wie ein kranker Mensch. Das haben wir gemacht. Siehe da, sie ist gelaufen. He's gonna fix it for me. Sie ist gelaufen. Am anderen Tag haben wir die Zeitungen wieder können verteilen in den Strassen von St. Louis. Warum ist die Erweckungsbewegung unter den Jugendlichen in Amerika in den 70er Jahren so extrem, so stark? Wenn man sich ein bisschen vor Augen hält, was passiert ist, nach dem Zweiten Weltkrieg ist ja die USA zu einer extremen Wirtschaftsmacht aufgestiegen. Sie ist wie ein Weltpolizist geworden. Man hat noch einmal mehr gesehen, was Arbeit alles für einen Erfolg bringt. Das hat zu einem Materialismus, zu einem langweiligen Materialismus geführt. Und darum die 68er ist nachher eine neue Front für Amerika. Viele Leute, die einfach durch alle Maschen durchgefallen sind. Und dann hat man dann nicht mehr sagen, der soll halt jetzt einfach ein bisschen arbeiten, der Trögler. Das hat alles nicht mehr genützt. Und durch das ist einfach eine ganze Bewegung entstanden oder eine ganze Schicht der Bevölkerung, die einfach nicht mehr ansprechbar war mit diesen Patentrezepten, wo man können sagen, I fix it. Also man hat solche Lebensgeschichten nicht mehr einfach so billig und rasch in die Rede bringen. In dieser Zeit der abwesenden Väter und der grossen Leistungsgesellschaft, wo viel durch die Maschen gefallen sind und ihnen niemand mehr helfen konnte, und ein riesiger Schrei durch das Land ist gegangen, hat es doch gleich einen gegeben, der helfen konnte. Das war die grosse Entdeckung. Einer, der nicht kommt, kann sagen, er muss halt ein bisschen arbeiten, dann kommt es dann schon gut. Sondern einer, der ist gekommen und gesagt, ich nehme dich an, so wie du bist. Ich gehe mit dir einen neuen Weg. Auf dem wir die ganze Jesus-Bibel-Revolution aufbauen. Und das sind Sachen gewesen, die viel mehr mit Wiederherstellung vom inneren Wert zu tun hatten, mit Vergebung von sehr viel Schuld, die da im Spiel war, mit der Würde, die man solchen Menschen hat neu geschenkt hat, wo sie dann aufstehen und ihr neues Leben damit anfangen. Einer von denen war Andrew Crouch, einer der Vorsänger aus der Jesus People Zeit. Und hier hören wir noch einmal den Refrain von ihm, I've got confidence. Er hat sehr vielen Leuten das vermitteln und unter anderem bin ich auch sehr stark bewegt worden in dieser Zeit in Amerika. No matter what the case may be, I know it's gonna be for me. Whoever you are today,
No matter what your case may be, He said it's fit for you. Yeah.